Gut, weiter geht's. Wir sind mittendrin und wollen heute mal einem Drachen so ein bisschen. Ja, alles nehmen, was er hat irgendwie. So, und dafür verwandle ich mich mal in einen Werwolf. Das Problem ist natürlich, wenn der nicht am Boden bleibt, habe ich natürlich ein Problem, ihn zu erwischen. Aber zumindest kriegen wir dann die Drogs mal weg. Ja, an der Seite von Drogs kämpfen, dass ich das nochmal erlebe. So, den Drachen besiegt. Jetzt hier die Drogs wegnehmen. So, da sind doch noch irgendwo welche. So, nehmen wir die Drachen. Oh, die greifen uns an. Von irgendwoher, ich will mal in die Seele aufnehmen. So. So, wir haben die Drachenseele aufgenommen. So, jetzt gehen wir mal eben hier die restlichen Drog erledigen. Da ist noch einer. So, der ist weg. Da hinten ist noch einer. Beziehungsweise da oben muss irgendwo einer sein. Ich sehe den nur gerade. Wahrscheinlich irgendwo da oben wahrscheinlich drauf. Ist natürlich die Frage, wie komme ich da jetzt am besten hin? Den Drachen plündern wir gleich. Erstmal hier um die kleinen Spezies kümmern. Irgendwo da oben drauf ist... Ah, da ist er. Komme ich jetzt wieder da hoch? Nachdem ich hier gerade so heldenhaft runtergesprungen bin, ist das natürlich echt die richtig gute Frage. Ja, das ist natürlich gerade doof. Ich kann mich auch zurückverwandeln, dafür müsste ich mich aber erstmal irgendwo so ein bisschen in Deckung bringen. Und das aus dem einfachen Grund, weil dann könnte ich die Zeit vorstellen, aber... So, kriegen wir hier hinten einen Weg rauf? Ja, sehr schön. So, aber wie komme ich denn jetzt... Nee, das bringt mich auch nicht so wirklich weiter. Ich muss ja da oben hoch. Oh Gott. Wisst ihr was? Wir bleiben jetzt mal hier stehen. Lassen die Zeit mal ein bisschen verstreichen. Ich hoffe, das klappt jetzt hier. Ja, es müsste... Eigentlich hätte jetzt der Werwolf... Ja, da ist er weg. Oh, oh, aber wir nehmen noch... So, gut. Das haben wir. Jetzt ziehen wir schnell unsere Rüstung an. Erstmal einen Trank einwerfen. So, Bekleidung. Und dann holen wir uns den einfach mit Pfeil und Bogen, den Kerl. Was soll's? Also, so, ja, erstmal wieder alles gucken, was ich hier anziehen kann. Ring des Schlossknacken, Schattenhandschuhe, Schattenstiefel. Bei, die sind sogar ein bisschen besser, die Schuppenstiefel. So, Wollsung an. Ah, ne, die hatten wir beim letzten Mal an. So, und natürlich ohne Waffe geht hier gar nichts, also... Dädrischer Bogen. Und ich weiß, einige von euch haben schon gesagt, sie haben bessere Bögen. Aber das war zumindest im Hauptspiel, zu dem Level, den ich damals hatte, das Beste, was ich schmieden konnte. So, Drog, bist du da oben noch? Ja. Sehr schön, wenn er da stehen bleibt, dann haben wir die Sache im Sack. So, noch kommt noch ein Treffer. Nachladen. Anlegen. Bumschakalaka. So. Jetzt können wir uns endlich die Drachenseele holen. Drachenschuppen. Drachenknochen. Ah, jetzt tragen wir zu viel. Oh, eine Menge Gold drin. Alter Nordpfeil. Ja, da müssen wir irgendwas fallen lassen, denn wir sind 14 Kilo drüber. Ja, der Schild, den brauche ich eh nicht. Ah, der bringt so viel Kohle, also das... Wisst ihr was, wir lassen den Schild fallen. Und was können wir noch fallen lassen? Na, die Maske würde ich gerne mitnehmen. Hm. Ja, wisst ihr was, da, die Schattenstiefel... Na, die, wir werfen die mal raus hier. Und dann noch hier die alten Stiefel. So. Gut, aber das war immer noch nicht der Punkt, wo wir hin sollen. Wir sollen immer noch auf den Berg. Sehr gut, dass wir komplett runter sind. Jetzt haben wir auch... Ah, okay, die Wacht haben wir jetzt komplett abgeschlossen, da wir alle Kerle hier erledigt haben. Das ist natürlich schon mal sehr angenehm.
Aber wir können natürlich jetzt mal die Drachenseele, die wir bekommen haben, aktivieren. Denn wir haben ja diesen neues Tun gelernt, als wir in dem letzten Dungeon waren. So, mal gucken. Schreie, da. Die Drachenform. Du kannst einmal pro Tag eine Drachenform mit kolossalen Schlägen, einer Panzerhaut und mächtigen Schreien. Ja, das aktivieren wir mal. Und wisst ihr was? Ich bin versucht, das mal auszuprobieren. Das machen wir auch einfach mal. Wir warten mal bis zum Morgengrauen. Damit wir es auch richtig schön in der Sonne sehen. Ich denke ja nicht, dass die Drog jetzt irgendwie hier neu spawnen. Das wäre zumindest ziemlich bescheiden. Hallo, da sind wir wieder. Ja, wo, bei Untoten wird es einen vermutlich nicht so überraschen, aber ob es so clever ist, hier mitten in der Wildnis stehen zu bleiben. So, jetzt probieren wir es mal aus. Das war's. Ach so, wir haben nur die Rüstung. Seht ihr das? Die Hände gerade. Das ist das, was Mirak auch hatte, als der mit seiner Rüstung hatte. Sehr cool. So, wir könnten natürlich aber nochmal die toten Drog, die hier liegen. Oh. War das hier ein Troll? Das heißt, nicht nur. Fällt. Ach, jetzt haben wir schon wieder zu viel im Inventar. Hier haben nicht nur Drog gekämpft, sondern auch noch ein Troll. Also, das war hier eine richtige Monsterparty. Der Stab der Zombies will ich auch nicht abgeben. Also wenn das so war bei Jak schon gar nicht. Zeremonienaxt kann ich nicht abgeben. Die will ich auch nicht. Ach, ist doch doof. Ist doch ganz doof, jetzt mal ganz ehrlich zu sein. Was haben wir noch bei Bekleidung? Wollsung auf keinen Fall. Die Kette wiegt nichts. Ja, komm, die Kultistenstiefel. Hey, ich will die komplette Rüstung behalten. Vielleicht kann ich die irgendwie nochmal verwenden. Steigert Magicka. Ja, das nehmen wir mal. Ach, ist ein Questgegenstand. Ja, wir müssen den Schild einfach fallen lassen. So doof das auch ist, weil der echt cool aussieht. Komme ich hier nicht mehr hoch, oder was? Mal nicht hoch. Das ist natürlich echt cool hier mit denen. Und wahrscheinlich ist es dann so, wenn ich alle drei Parts ge des Ganzen gelernt habe, dann kann ich vermutlich auch wirklich die komplette Rüstung haben, wie Mira-Achse hatte. Das ist natürlich richtig episch. Also optisch auf jeden Fall sehr eindrucksvoll. Wir können ja mal hier die Kamera schwenken. Da sieht man es mal so ein bisschen. Also gefällt mir richtig gut. Gut, dann gehen wir mal schauen, dass wir irgendwie wieder den Berg hochkommen. Irgendwie ist ein großes Wort. Ich weiß ja immer noch nicht mal, wie ich da oben reinkomme. Hier rüberspringen wäre natürlich eine Möglichkeit. Das ist einfach mit Sicherheit mal der Aufgang für das Ganze. Aber ihr seht es ja gerade selbst. Hier ist nicht so wirklich was mit hochkommen. Oh, was haben wir denn da? Ein Wolf? Na gut. Lauf. Lauf, kleiner Wolf. Lauf! So. Na? Wo führst du mich hin? Lauf. Lauf. Wo führst du mich hin, kleiner Lauf? Kleiner Wolf, wollte ich natürlich sagen. So, ich denke mal, hier kommen wir rüber. Beziehungsweise hoch. Ja, sehr schön. So. Dann können wir uns vielleicht auch nochmal da oben umschauen in der Festung. Vielleicht haben wir da ja irgendwas übersehen, was wir noch plündern können. Auch wenn ich hier schon wieder komplett. Komme ich auch nicht rüber. Ist doch Bullshit, jetzt mal ganz ehrlich. Kann nicht so schwer sein, so einen Aufgang zu finden. Ach, Kinders. Hier ist auf jeden Fall der Weg. Aber wir müssen ja eh auf den Berg wieder hoch. Da oben. Irgendwo da oben ist unser Zielpunkt. Ja, nur, oder vielleicht auch in der Festung. Dann fallen wir vielleicht einfach in die Festung rein von oben. Ich hoffe, es war die richtige Entscheidung, die Drachenseele einzusetzen. Nicht, dass ich die gleich brauche, dass das hier quasi ein Questdrache war. Aber wahrscheinlich taucht da noch einer auf. So. Ja, wir müssen nach da unten. Dann gehen wir noch nach da oben. Sieht ein bisschen weit. Ja, tatsächlich. Sieht ein bisschen weit aus. Sprung. Ups, ja, das klappt. Ist schon ein bisschen hoch, ne? Oh, ich glaube, das lernen wir ein neues Wort der Macht. Sieht zumindest. Ups. Ja. Dovahkiin. Dovahkiin. Lerne das Wort der Macht. Wenn du den Schrei
Willen beugen auf den Windstein an. Ja, und jetzt haben wir, glaube ich, einen Fehler gemacht. Denn wir haben keine Drachenseele mehr, um den zu aktivieren. Oh, nee, brauche ich gar nicht. Warum ist denn der nicht bei Schreie drin? Braucht der ein paar Sekunden? Mal gucken. Durchsuchen wir erstmal die Truhe. Panzerhandschuhe, Pfeile nehmen wir mit. Tragfähigkeit wird um 40 Punkte erholt. We have a deal. Dietriche, Gold, Amulett, das Blocken mit einem Schild. Brauchen wir nicht, nehmen wir mal mit. Eisenschwert der sengenden Hitze, ja. Ich nehme das mal an mich. Du brauchst das, glaube ich, nicht mehr. So, jetzt gehen wir uns aber hier nochmal umschauen. Die ganzen toten Drog. Knochenmehl, Stahlbarren. Kann ich alles gebrauchen? So, jetzt müssen wir natürlich zum Windstein zurück. Und der ist, da waren wir ja schon mal. Da ist er irgendwo. Irgendwo war er, hier war er, oder? Da ist der Windstein. Reisen wir da mal hin. Aber ich bin jetzt mal wirklich gespannt, weil wir haben eigentlich keine Drachenseele. Ich weiß nicht, wie wir das Ding aktivieren sollen. Also das wäre natürlich jetzt echt extremer Fail, wenn ich das hier verpeilt hätte. Dadurch, dass ich einfach sagte, ich will diesen Schrei vom letzten Mal mit der Drachenform lernen. Wobei ich jetzt ehrlich gesagt schon geglaubt hätte, dass ich, wenn da steht Drachenform, ich hätte jetzt wirklich erwartet, dass ich mich in einen riesigen Drachen verwandle. Also quasi, I call it Bullshit, you call it a Toon. So, ja komm, hau mal hier rein. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Gut, da ist der Windstein. Ja, liebe Leute. So, aktivieren. Hä? Haben wir jetzt hier mitgebaut? Und wenn die Welt sich erinnert, dann ist es um diese Welt geschehen. What the hell? Warum haben wir ihn jetzt hier mitgebaut? Hier in seinem Schrein, den sie vergessen haben. Ja, ich meine, wir müssen ja hier den Schrei anwenden. Oder habe ich das jetzt, warte, wir gucken nochmal in den Questlog. Wende den Schrei Willen beugen auf den Windsteinern. Das heißt, dadurch, dass wir den Windstein aktiviert haben, haben wir quasi selbst Miraks Stimme kurzzeitig in uns gehört. Irre. So, ja, Magie, Schreie. Ja, und wie wir sehen, Willen beugen können wir nicht aktivieren, weil wir keine Drachenseele haben. Verdammt. Ja, Leute, das habe ich ein bisschen verbockt, um ganz ehrlich zu sein. Was machen wir jetzt? Ja, einen Drachen finden, würde ich fast sagen. Das heißt, wir streifen jetzt wild das Land, weil andere Möglichkeiten sehe ich hier gerade nicht. Ja, ich hätte die Drachenform nicht aktivieren sollen. Ich glaube, ich kann auch keine Drachenseelen zurücknehmen. Ja, in dem Fall, während uns... Wir haben ja gerade wirklich Glück gehabt, dass uns quasi ein Drache hier... Gut, das ist jetzt nicht ein Drache, der uns angezeigt wurde, aber dass wir dieses Wacht gesehen haben und schon denken konnten, dass jetzt hier vielleicht ein Drache auf uns wartet. Wenn es hier welche gibt. Die Frage ist natürlich, wo finde ich noch mehr Drachen? Wo zum Teufel finde ich Drachen? Puh, das ist natürlich jetzt echt schwierig. Was haben wir denn da unten? Telmitrin. Ja, wisst ihr was? Gipfelturm. Ja, ich würde sagen, wir laufen da mal rüber und hoffen, dass uns auf dem Weg vielleicht ein Drache begegnet. Denn sonst zum aktuellen Zeitpunkt haben wir wirklich ein Problem. Und möglicherweise müssen wir wirklich mal in die alte Welt zurück und gucken, dass wir da noch einen Drachen finden. Denn ich brauche einfach die Drachenseelen. Und wenn ich die nicht kriege, dann ist es schlecht, in der Hauptquest weiterzukommen. Verdammt. Also da habe ich jetzt ja wirklich nicht so ganz mit gerechnet. Ich habe immer schon gelesen, wir sollen dieses Wort der Macht lernen, aber ich dachte jetzt nicht, dass wir wirklich für ein... Ja, war doof. Es war echt ein bisschen doof von mir, aber ich dachte, wenn wir schon das eine Tun kriegen, dann wäre es natürlich logisch, dass wir es auch aktivieren sollen. Glücklicherweise gibt es hoffentlich hier auch genug Drachen.
So, sind hier in diesem Steinbruch. Und ich würde sagen, wir machen uns jetzt mal auf den Weg. Ich markiere das mal. Hier hinten, wo war es denn da? Da einfach mal runter. Wenn das hier schon eingezeichnet ist, Telmetrien, legen wir mal als Zielort fest. Und laufen da jetzt einfach mal hin. Das ist, warum ist denn... Seht ihr auch gerade der Marker? Ach, da ist der Marker. Ja, dann laufen wir mal. Wäre natürlich deutlich einfacher, wenn wir unser Pferdchen hätten. Unser Hottehü. Unsere Schatten, Schattenfell. Aber na gut, man kann nicht alles haben. Das Gute ist natürlich, wir lernen die Welt ein bisschen kennen. Hier also Morrowind ein bisschen. Und vielleicht finden wir ja noch ein paar schöne Sachen. Wie zum Beispiel hier eine Hütte, die verlassen ist. Maroder Handelsaußenposten entdeckt. Ja, Handelsaußenposten finde ich ja toll, aber wo ist denn hier jemand? Ist natürlich toll, wenn hier keiner da ist, der uns irgendwas vom Handel abnimmt. Aber gut, der ist ja auch marode, der Punkt. Gut, point taken. So, wir sehen natürlich schon massig Zeug ein... Oh, da hinten. Der riesige Pilz. Da müssen wir hin. Ich gucke mich mal gerade um. Ich sehe aber auch nirgendwo, dass hier ein Drache rumfliegt, rumreißt. Das wäre jetzt auch zu viel Glück vermutlich. Zwei Drachenkämpfe in so einer kurzen Zeit. Was haben wir denn hier? Schleichen wir uns mal ins Lager ran. Da schläft, glaube ich, jemand. Taschendieb. Plünderer-Marodeur. Düpp, 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 düpp. Hihihihi. So, Kollege. Ja, Sera. What? Ich wollte doch nur reden. Oh, was hält der denn so... Meine Güte. Was teilt der denn so viel aus? Ich habe nicht mal gespeichert die letzten paar Minuten. Das ist natürlich jetzt ganz doof. Verdammt, ich wollte doch nur mit ihm reden. Ey, was hat er denn für Schmerzen? Trank der starken Heilung. Klingt gut. Ja, komm, wenn er jetzt eben Nahkampf ist, dann... Komm, Streitkolben von Malok Balk. So, ab geht's. Du willst kämpfen, Kollege? Wir kämpfen. So, rüsten wir eben noch einen Zauber aus. Komm, hier machen wir mal Fusco da. Erstmal... Macht und noch einen normalen Zauber. Was nehmen wir uns da mal? Was nehmen wir uns da mal? Was nehmen wir uns da mal? Zerstörung, Feuerblitz, 10 Schadenspunkte pro Sekunde. Ne, ich will konstanten Schaden. Na, Kollege, willst du nicht mehr? Jetzt wo ich einen Streitkolben rausgeholt habe, da bist du plötzlich feige, ne? Versteckst dich hinter einem Baum. Gib dir gleich. Gib dir keinen Schaden. Ist er so ein bisschen buggy oder so ein bisschen, ne? Ja, Kollege, du wolltest den Krieg. Ich wollte eigentlich mit dir reden, nachdem ich deine Taschen leer gemacht habe. Oh, muss ich den Trank einwerfen. Ich weiß, ich könnte hier noch die Schnelltasten legen. Oh, sag nicht, ich habe keine Heiltränke mehr. Oh, sag nicht, ich habe keine Heiltränke mehr. Oh. Kräftige Heilung. Genug Magika. Okay. So. Problem gelöst. Okay. Du wolltest den Stress. Ich wollte nur das Geld aus deinen Taschen. Das hast du jetzt davon. So, nehmen wir mit. Streitkolben lassen wir hier. Wir könnten natürlich mal eben diese anderen, was war das, Stiefelhose anziehen, die uns 40% oder 40 Gegenstände oder 40 Kilo können wir mehr tragen, glaube ich. Hier. Genau. So, 390 können wir jetzt tragen. Sehr gut. So, mal gucken. Was hast du denn hier? Was hast du denn versteckt, mein Schätzgelein? So, was ist hier drin? Gold. Oh! Ja, sieh mal einer an. Edles Ding. Auch nett. Wird auch... Oh, jetzt sind wir aber wieder schon... Wir tragen zu viel, Leute. Wir tragen einfach zu viel. Ja, was lassen wir fallen? Na komm, wobei das wiegt alles nichts. Das ist das Hauptproblem an der Sache, aber wir haben hier noch ein Schild, den können wir mal fallen lassen. So. So, hast du sonst noch irgendwas? Hast du was Leckeres gekocht? Naja, nichts im Kochtopf drin. Was hast du hier drin? Ein bisschen Salz, ja. Salz lohnt sich immer zu kochen. So, schlafen brauchen wir gerade nicht. Ja, dann mal weiter darüber.
Oh, ich habe so ein schlechtes Gefühl. Kaum gehe ich ins Wasser. Ihr wisst schon, Flashback an die erste Episode. Mit den leichten Bugs. So, stecken wir die Waffe mal weg. Wollen die... Da unten haben wir den nächsten Schrein, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, der gebaut wird. Ja, tatsächlich. Umschauen. Wo sind wir hier? Im Pilzkönigreich? Sind wir hier im Wunderland? Zur Sicherheit. Ich habe schon so ewig nicht mehr gespeichert. Werden wir mal ganz kurz speichern. Ist mir doch ein bisschen lieber. Nicht, dass irgendwann mal hier wieder was abstürzt und der ganze Fortschritt ist weg. Ich habe zwar, glaube ich, Autosave an, aber ja, man weiß ja nie. Manchmal geht es schneller, als man denkt und dann zack, ist alles weg. Gerade bei der sehr verbuggten PS3-Version. Das. Hab nur ich den Schatten gerade gesehen, der sich verändert hat auf dem Boden? Ja, scheinbar. Scheinbar bin nur ich irre. So, hier bauen die Jungs den nächsten Windstein. Auf das wir uns erheben. Der Sonnenstein ist das hier. So, das sieht aber nicht wirklich aus, ob da Leute wohnen. Ich dachte jetzt eigentlich, hier wird irgendwas kommen. So, ich sehe aber auch noch keine Feinde, was natürlich ein gutes Anzeichen ist. Ja, irgendwas mit den Schatten ist hier so ein bisschen fehlerhaft. Immer so das Gefühl. Oh, was haben wir denn hier? Supulus! Nehmen wir mal mit. Ich habe immer so was. Banner. Ich habe immer so das Gefühl, dass man hier irgendwie. Keine Ahnung, worauf ich hinaus wollte, ist auch egal. Aber das sieht auf jeden Fall hier aus, als ob hier tatsächlich Leute wohnen. Ich habe nach euch gesucht. Ich soll euch etwas liefern, aber nur euch persönlich. Oh, kriegen wir Nachricht, dass wir endlich... Hier ist ein Brief vom Vogt des Jarl. Sieht nach einer offiziellen Angelegenheit aus. Das Waisenhaus in Rifton hat eine neue Leiterin. Sie bat mich, diese Mitteilung und das Volk zu bringen. Ah, ein Brief vom Jarl. Auf dem Weg nach oben, wie? Den habe ich von einem ziemlich aufgeregt wirkenden Dunkelelfen in der Nähe von Rabenfels erhalten. Er sagte, es sei wichtig, ihn euch so schnell wie möglich zu bringen. Das war's dann wohl. Ich muss los. Okay, wir haben also Nachricht bekommen von hier unserem Kerl, den wir gesponsert haben. Ralof. Hieß er Ralof? Ralis hieß er. Dass wir die Ausgrabungsstätte besuchen können. Das ist natürlich schon mal sehr schön. Jetzt haben wir aber... wollte ich jetzt erstmal reingehen. Aber er hat doch gesagt, ein Brief vom Jarl, oder was jetzt irgendein Bug? Gucken wir mal ganz kurz in den Objekten. Bücher. Ja... Laut Adam Riese müssen die ja oben auftauchen. Genau, ein Brief von Rales Saderis. Ich hoffe, dass diese Nachricht euch bald erreicht, Vindariel. Wir haben die erste Stufe der Ausgrabungsarbeit abgeschlossen, aber dabei sind wir auf unerwartete Schwierigkeiten gestoßen. Kommt bitte so schnell wie ihr könnt hierher. Euer Partner Ralis. Ja, lass mich raten, ich muss ein paar Drog vernichten. Ja, jetzt sind wir aber gerade hier unter dem großen Pilz gelandet. Jetzt will ich mich zumindest mal umschauen, was uns hier erwartet. Trankmischer. Ach, das sieht aus, endlich mal nach Zeug, wo wir was verkaufen können. Wird aber auch Zeit, um ganz ehrlich zu sein. Ach ja, so ein bisschen mal die Taschen leer machen, wäre schon ganz angenehm. Ist natürlich schon sehr kurios, dass es genau, dass wir dafür einen Arsch der Welt reisen müssen. Oh, hallo. Seht euch nur gründlich um. Ich bin sicher, ihr findet, wonach ihr sucht. Und wenn nicht, gebt mir einfach Bescheid. Ich habe noch einiges im Lager. Verdammt, er übertreibt völlig. Was habt ihr zu verkaufen? Ich habe wahrscheinlich ein paar Tränke, die euch interessieren könnten. Ja, mit Sicherheit, aber erstmal, du hast 1000 Gold. Auch wir können hier nur Zaubertränke verkaufen, das ist natürlich sehr doof. Na gut, dann kaufen wir mal ein paar Tränke. Auf jeden Fall Heiltränke, wäre schon mal ganz wichtig. Sonst ich hier keine Heiltränke, doch. Krankheitsheilung. Oh, die keine Heiltränke, ey. Ja! Ich bin hier umzingelt von, ja, Idioten. Verdammt! Ja, nicht nur, dass wir keine Drachenseele haben, wir finden auch einfach niemanden, der unsere schäbige alte Rüstung haben will, die wir überall im Land verstreut aufsammeln. Verdammte Axt. Wenn ihr den Part seht und wisst, wo ein Händler ist, sagt mir bitte mal Bescheid, weil so langsam zweifle ich ein bisschen an mir selbst.
So, ja, dann gehen wir mal rüber. Und hier sind ja noch ein paar Häuser. Irgendwo wird doch hier ein Händler sein, der was Schönes zu verkaufen hat. Ich bitte euch. So, was ist hier? Ja, hier schon mal zu. Ich meine, hier stehen natürlich auch haufenweise Leute, aber die werden natürlich alle nichts verkaufen. Zwei Finger geweht. Was soll das heißen? So, bitte Waffenhändler oder sowas. Küche. Ja, in der Küche werde ich auch... Ach Leute. Ich glaube fast, ja, so wie das aussieht, würde ich sagen... Oh, was ist denn jetzt los? Achso. Wie das aussieht, springen wir ins Wasser und beenden unser großes Problem. Was ist denn das da unten? What the hell? Da muss ich mal ranzoomen. Was ist denn das? Na, ich sag ranzoomen. Seekühe? Gibt es hier Seekühe in Morrowind? Sehr cool. Na gut, ja, wir stehen hier unter einem großen Champignon und ja, ich würde einfach sagen, an der Stelle nur 26 Minuten. Ich habe immer noch keinen Händler gefunden, wir haben immer noch keine Drachenseele, wir haben große Probleme, aber wir werden die mit Sicherheit in den nächsten Part lösen. Bis dahin, ciao!